Kein Religionsstifter ist so populär wie jener Mann, der sein Leben hingab, um die Menschen zu erlösen. Jesus von Galiläa, der Bibel nach zu Bethlehem geboren, mit 12 schon klüger als die Gelehrten. Danach verliert sich seine Spur. Erst 2 Jahrzehnte später taucht er als Wanderprediger wieder auf. Wo verbrachte er die lange Zeit, über die das Neue Testament schweigt? In Ägypten oder gar im fernen Indien, wie manche Theorien behaupten? Wie lückenlos können Forscher heute das Leben des Heiligen rekonstruieren? Jerusalem im Jahr 30. Vermutlich am 7. April wird der Prediger und Wunderheiler Jesus von Nazareth hingerichtet. Der Anklage nach wollte er sich zum König der Juden erheben. Dafür lassen ihn die Römer ans Kreuz schlagen. Damals die grausamste und schändlichste Strafe. Der Verurteilte stirbt unerwartet schnell. Um den Tod festzustellen, stößt der römische Hauptmann Longinus seine Lanze in die Seite des Gekreuzigten. Denn auf Wunsch der Juden soll der Leichnam noch vor Beginn des Sabbat beigesetzt werden. Seine Anhänger nehmen Jesus vom Kreuz ab, bringen ihn in ein neu errichtetes Grab und schieben einen großen Rollstein davor. 2 Tage später machen sich Maria, Salome und Maria Magdalena auf, um den Toten zu salben. Der schwere Stein aber ist zur Seite gewälzt, die Gruft leer. Und ein Engel verkündet ihnen, Jesus sei auferstanden. So steht es in 3 Evangelien. Nur Johannes erzählt, Jesus selbst sei Maria Magdalena am Grab erschienen. Doch erst als er sie anspricht, erkennt sie in ihm den Herrn. Kurz danach begegnet er 2 Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Später sitzt er mit ihnen am Tisch und bricht das Brot. Da merken sie, wer er ist. Der Gemeinschaft der 12 zeigt er sich, als sie hinter verschlossenen Türen zusammensitzen. Seht meine Hände und Füße, sagt er, fasst mich an. Kein Geist hat Fleisch und Knochen. So lässt sich selbst der ungläubige Thomas überzeugen. Die wundersamen Ereignisse, Fiktion oder Fakten? Dem Glauben nach ist Jesus auferstanden. Die historischen Tatsachen sind weniger eindeutig. Noch immer existiert kein verlässlicher Lebenslauf des Galiläers, der mit seinem Tod die Welt veränderte. Einig sind sich die Experten nur über die einzigartige Wirkung seiner Lehre. Den Grundstein dafür legen seine Anhänger. Er selbst hinterlässt kein einziges schriftliches Zeugnis. Auch weiß niemand, wie der Heilsbringer aussah, so schuf sich jede Epoche ihr eigenes Bild. Die wenigen sachdienlichen Informationen gründen weitgehend auf Vermutungen. Daher bleibt der Steckbrief vage. Name: Jesus. Geburtsjahr: 4 vor unserer Zeit. Geburtsort: Bethlehem oder Nazareth. Beruf: Zimmermann oder Wanderprediger. Gekreuzigt am 7. April 30. Seine Heimat war Galiläa, im Norden von Palästina. Im 1. Jahrhundert litt das Land unter der Besatzung der römischen Weltmacht, die damals den ganzen Mittelmeerraum beherrschte. Der Aktionsradius des erwachsenen Jesus ist der Bibel zufolge schnell abgesteckt. Er umfasst ein kleines Areal am See Genezareth, nach der Hauptstadt Galiläas auch See Tiberias genannt. An seinen Ufern predigte der Erlöser und vollbrachte Wundertaten, im Fischerdorf Kapernaum, in Bethsaida, Chorasim, Kana und Magdala, in einem Umkreis von nicht mehr als rund 60 Kilometern.
Eine ländliche Region, fernab der politischen und kulturellen Zentren. Bewohnt von Tagelöhnern, Handwerkern, Hirten und vor allem Bauern. Mühsam bewirtschafteten sie den Boden, der kaum mehr als zum Leben notwendig hergab. Die Mission Jesu begann also bei der armen Landbevölkerung. Die Geschichte seiner Geburt kennt die ganze Welt. Lukas schreibt, Kaiser Augustus habe wegen einer Volkszählung jeden in seine Heimatstadt beordert. Deshalb zogen Josef und die schwangere Maria von ihrem Wohnort Nazareth nach Bethlehem. Da sie in dem überfüllten Ort keine Herberge fanden, suchten sie Schutz in einem Stall. Dort gebar Maria ihren ersten Sohn. Die Niederkunft einer Jungfrau, für die Menschen damals ein gängiges Motiv, Symbol für die göttliche Herkunft des Kindes. Auch Gautama Buddha, Alexander der Große, der Friedenskaiser Augustus und andere herausragende Persönlichkeiten hatten dem Glauben nach überirdische Väter. An der jungfräulichen Geburt des Jesuskindes jedoch kamen bereits in der Antike Zweifel auf. Die philosophischen Streiter gegen das Christentum, etwa Celsus, 2. Jahrhundert, hat behauptet, Jesus sei ein uneheliches Kind, der Vater sei ein syrischer Söldner gewesen. Genau der gleiche Vorwurf ist im Talmud, da heißt er also auch Benstada, Pantera. Also der Name, der in diesem Zusammenhang fällt, ist Pantera. Pantera hat gelebt, so viel steht fest. Seinen Grabstein haben Archäologen in Bingerbrück bei Mainz auf einem Soldatenfriedhof gefunden. Er stammt aus dem 1. Jahrhundert. Wie man das kombiniert, das ist natürlich eine Sache der Fantasie. Also ein Historiker könnte sagen, ja, vielleicht haben wir hier eine Spur des Vaters von Jesus, wenn wir annehmen, dass er einen menschlichen, natürlichen Vater hatte. Dass Pantera, der 40 Jahre in der römischen Armee diente, tatsächlich der Vater von Jesus ist, halten die meisten Forscher für antichristliche Polemik. Behauptungen wie diese tauchen immer wieder auf, weil es den Evangelisten nicht auf historische Genauigkeit ankam. So wählen sie Bethlehem, die Heimat von König David, zum Geburtsort Jesu. Denn die Propheten des Alten Testaments haben vorhergesagt, dort werde der Erlöser geboren. Davon abhängig der zeitliche Rahmen, nämlich das Jahr 0. Berechnungen schieben das Ereignis allerdings auf das Jahr 4 vor der Zeitenwende. Auch die Legende vom strahlenden Stern, der den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zum Kind im Stall wies, hält einer näheren Prüfung nicht stand. Astrophysiker identifizieren das biblische Himmelszeichen als Naturphänomen aus dem Jahr 7 vor Christus, und zwar als Conjunctio Magna, eine spektakuläre Konstellation im Sternbild der Fische, die sich nur alle 794 Jahre wiederholt. Kosmische Zeichen begleiteten schon immer die Geburt außergewöhnlicher Menschen. Überirdisches Licht hüllte Buddha ein, bei Alexander dem Großen fiel Feuer vom Himmel. Die göttliche Abstammung großer Helden provoziert nicht selten eine Bedrohung ihres Lebens. Die mehr jedoch, dass König Herodes den kleinen Jesus töten wollte, ist wissenschaftlich widerlegt. Einen organisierten Kindermord gab es nicht. Dafür liefert er den handfesten Grund für die Flucht nach Ägypten und folgt somit den Weissagungen im Alten Testament. Als Botschaft Gottes steht dort, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Für die Kopten, die ägyptischen Christen, besteht kein Zweifel, dass die heilige Familie im Land am Nil Schutz suchte. In Ma'adi, einem Vorort von Kairo, rasteten die drei. Wo heute eine Kirche steht, fanden sie Unterschlupf. Später fuhren sie mit dem Boot weiter flussaufwärts. Die Vorstellung der Kopten gründet auf der Mission von Markus, der im Jahr 62 die Lehre Jesu in Ägypten verkündete. Schon auf jener Reise soll der Knabe magische Kräfte bewiesen haben. Er hielt wilde Tiere in Schach
und stürzte die heidnischen Götter von den Sockeln. Die Höhlen von der Dronka bei Asyut boten Maria, Josef und dem Kind für mehrere Jahre ein sicheres Versteck. Noch heute ehrt die christliche Gemeinde den Ort ihres Aufenthalts, an dem sich immer wieder Wunder ereignen. Über die Details der ägyptischen Reise schreiben die Evangelisten nichts. Die einzigen Nachrichten aus der Kindheit Jesu stammen aus der Feder von Lukas. Als der Knabe 12 Jahre alt war, verloren ihn seine Eltern bei einem Besuch in Jerusalem in der Menge. Nach 3 Tagen entdeckten sie ihn im Tempel mitten unter den Gelehrten. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich seines Verstandes und seiner Antworten. Ein denkwürdiger Auftritt. Danach verliert sich seine biblische Spur. Wo aber hielt er sich bis zu seinem 32. Lebensjahr auf? Und was tat er in der langen Zeit? Es gibt keinen, der wie im Fall Sokrates sagt, ich habe den großen Mann getroffen. Er hat mich beeindruckt und er sprach das und das. Wir haben nur die Berichte aus zweiter und dritter Hand. Davon bin ich überzeugt, dass Jesus eine historische Persönlichkeit ist, genauso historisch wie Kaiser Augustus oder Kaiser Nero. Besonders gut bezeugt ist gerade über die römischen Historiker, dass er gekreuzigt worden ist in Palästina unter dem Statthalter Pontius Pilatus. Tatsächlich vermerkt Tacitus in seiner Biografie über Kaiser Nero aus dem 2. Jahrhundert, Christus sei unter der Herrschaft des Tiberius hingerichtet worden. Auch der Historiker Sueton erwähnt Christus. Mehr Gewicht gewinnt die Bemerkung von Flavius Josephus. Der jüdische Geschichtsschreiber berichtet von der Steinigung des Jakobus. Er stellt ihn vor als Bruder von Jesus, der Christus genannt wird. Doch keiner der Autoren lüftet das Geheimnis um die 20 unbekannten Jahre im Leben des Galiläers. Womöglich schloss er sich einer der vielen religiösen Gruppierungen an. Vielleicht hielt er sich bei den frommen Essenern in der Wüste auf. Oder verließ er sogar das Land? Celsus ist davon überzeugt. Um 160 notiert der Philosoph, Jesus habe seine magischen Künste in Ägypten gelernt. Das Reich der Pharaonen galt seit alters her als Land der Wunder und der Zauberei. Seine Magier erreichten hohe Berühmtheit. Heilungen und Verwandlungen zählten dabei zu den einfachsten Übungen. Die wahren Meister der Zunft konnten selbst Tote zu neuem Leben erwecken, schwärmt der römische Schriftsteller Apuleius. Fähigkeiten, die auch Jesus besaß. Ob er sie eigens erlernen musste, bleibt ein Rätsel. Weniger spektakulär klingt die These, er habe die 2 Jahrzehnte ausschließlich in Palästina verbracht, unauffällig im Kreis der Familie und der Freunde. Demnach übernahm Jesus in Nazareth von seinem Vater Josef das Handwerk des Zimmermanns. Der griechische Begriff Tekton aus der Bibel bezeichnet einen Bauhandwerker, der in der Stein- und Holzverarbeitung tätig ist. Zunächst also ein ganz normaler Junge mit dem Allerweltsnamen Jesus, Gott hilft. Er hatte Brüder und Schwestern, sprach wie alle anderen aramäisch mit galiläischem Dialekt und gehörte zur Mehrheit der einfachen Leute. Archäologen, die am See Genezareth die Ruinen von Tiberias freilegen, rechnen nicht damit, greifbare Beweise für die Existenz des Religionsstifters zu sichern. Individuelle Spuren wie Inschriften hinterließen nur gekrönte Häupter oder einflussreiche Bürger. Vor kurzem brachten die Ausgräber ein Kleinod aus der Zeit Jesu ans Tageslicht. Für den Projektleiter Jitzer Hirschfeld ein Meilenstein in seiner Karriere. Die Entdeckung, die wir letzte Woche gemacht haben, ist wirklich aufregend. Ein Stück Marmor, das im 1. Jahrhundert importiert wurde. Es muss zum Palast von Herodes Antipas gehören.
Von Flavius Josephus und aus dem Neuen Testament wissen wir, dass Herodes Antipas Tiberias etwa im Jahr 20 erbaut hat, genau in der Zeit von Jesus. Kurios die Vorstellung, der 24-jährige Mann könnte auf der Großbaustelle gearbeitet haben, sozusagen als Angestellter von Herodes. Ja, er lebte in Nazareth als Zimmermann. Er könnte hier gearbeitet haben. Warum nicht? Wir können diese Möglichkeit nicht ausschließen. Wenn er den Beruf ausgeübt hat, dann wundert es nicht, dass die antike Geschichtsschreibung darüber schweigt. Ich denke, er hat ein ganz unspektakuläres Leben geführt. Und deswegen wissen wir auch so wenig über ihn, weil solche Dinge wurden nicht aufgezeichnet. Und heutzutage würden natürlich viele Leute gerne Objekte finden, die sich direkt mit Jesus verbinden lassen. Aus derselben Zeit, vielleicht sogar von ihm angefasst, seine Sandale oder was auch immer. Archäologie, Wissenschaft hat hier manchmal eine sehr ernüchternde Funktion, zu zeigen, was geht und was nicht geht, zu unterscheiden zwischen Spekulation und Wahrscheinlichkeit. Immerhin lässt sich anhand der Grabungen ein anschauliches Bild vom Alltag in Galiläa erstellen. Als Jesus 20 war, siedelten in dem unbedeutenden Nazareth nur 200 bis 300 Einwohner. Als gebürtiger Jude befolgte er sicher die Gesetze Moses, wie es die Tradition vorgab. Freitags stieg er ins Ritualbad, legte die Tefillin, die Gebetsriemen an und hielt den Sabbat ein. Wie es dem Willen des Schöpfers entsprach, musste ein Mann Frau und Kinder haben. Daher nehmen einige Forscher an, dass Jesus vor seiner Wirkungszeit verheiratet war. Als Zimmermann könnte er den Unterhalt auf den Großbaustellen des Landes verdient haben. Sepphoris, die Stadt am Berge, wie es in der Bibel heißt, lag nur 7 Kilometer entfernt. Herodes baute sie zur Hauptstadt aus. Unter seiner Regierung wuchsen Villen, Verwaltungsgebäude sowie ein großes römisches Theater aus dem Boden. Hunderte von Tagelöhnern schufteten dort im Akkord. Wenn der Mann aus Nazareth im Schweiße des Angesichts sein tägliches Brot verdiente, woher nahm er die Zeit, um seine Lehre zu entwickeln? Aus welchen Quellen schöpfte er seine Weisheit? Schon die Menschen der Antike brachten den Verkünder der frohen Botschaft mit dem fernen Indien in Verbindung. Auf den ersten Blick ein abenteuerlicher Gedanke. Doch auf der legendären Seidenstraße zwischen Europa und China herrschte auch um die Zeitenwende reger Handelsverkehr. Von Jerusalem über Damaskus, Herat, Taxila nach Srinagar im nordindischen Kaschmir sind es über 5000 Kilometer. Eine Strecke, die Handelskarawanen im ersten Jahrhundert regelmäßig zurücklegten. Die Reise dauerte viele Monate, selbst wenn alles glatt lief. Auf der Route und ihren Nebenwegen tummelten sich Kaufleute, Prediger, Abenteurer und Wunderheiler. An den Raststationen, den Nachrichtenbörsen des Altertums, traf ein multikulturelles Publikum zusammen. Erfahrungen und Informationen über drohende Gefahren wurden ausgetauscht, aber auch Geschichten erzählt und religiöse Ideen verbreitet. Der junge Galiläer könnte mit am Feuer gesessen haben. Bis heute erregt der Bericht eines russischen Forschers die Gemüter, der 1887 im Himalaya angeblich einen aufsehenerregenden Fund machte. Nikolas Notowitsch, eine schillernde Figur. Der Schriftsteller und Historiker quälte sich über 4000 Meter hohe Pässe nach Ladakh, damals auch Klein-Tibet genannt. 2 Monate verbrachte er im Hemis-Kloster mitten in den Bergen, etwa 50 Kilometer von der Hauptstadt Leh entfernt. Während seines Aufenthalts zeigte ihm der Vorsteher ein heiliges buddhistisches Buch. Ein Dolmetscher übersetzte, was der Mönch vorlas. In dem alten Text hieß es:
Jesus sei als 14-Jähriger mit einer Handelskarawane nach Nordindien gekommen. Er lebte bei Brahmanen und anderen Gelehrten, lernte böse Geister auszutreiben und mit Gebeten zu heilen. Schließlich begegnete er Anhängern von Buddha und machte sich mit den Erkenntnissen des Erleuchteten vertraut. Nach 12 Jahren sei Jesus in die Heimat zurückgekehrt. Ließ sich der Begründer des christlichen Glaubens von Buddha inspirieren, der 500 Jahre vor ihm Güte, Toleranz und Mitgefühl predigte? 1894 veröffentlichte Notowitsch den brisanten Bericht in Paris. Ein Jahr später verhaftete ihn der russische Geheimdienst und verbannte den Historiker ohne Begründung nach Sibirien. Die buddhistische Schrift, die er gesehen haben will, ist verschollen. Die Mönche, die jetzt das Hemiskloster bewohnen, kennen sie nicht. Selbst in der alten Bibliothek wird niemand fündig. Und doch gibt es einen ernstzunehmenden Hinweis, der die Suche rechtfertigt. In einem Brief von 1995 schreibt der damalige Leiter des Klosters: Viele Mönche haben von der Schrift gehört. Da man aber immer nur nach einem Buch wie der Bibel suchte und nicht nach einem tibetischen Manuskript, ist es möglich, dass sich die Schrift noch immer in Hemis befindet. Damit endet die Spur. Die frommen Männer wollen der Sache nicht weiter nachgehen. Das Klosterleben hat Vorrang vor der Suche nach einer rätselhaften Schrift. Auffällig aber, dass der Schutzpatron von Hemis ein Magier ist, der dem Glauben nach über das Wasser gehen und durch die Luft fliegen konnte. Fähigkeiten, die auch Jesus beherrscht haben soll. Übte sich der Mann aus Nazareth in der indischen Tradition der Askese? Früher hätte ich gesagt, halte ich für ausgeschlossen. Inzwischen bin ich der Meinung, nein, ausgeschlossen ist gar nichts. Aber ich glaube nicht, dass es irgendeinen Hinweis darauf gibt, dass Jesus Israel verlassen hat. Zumindest nicht in der Bibel. Erst um das Jahr 28 lichtet sich das Dunkel um den Galiläer wieder. Mit seiner Taufe im Jordan durch Johannes setzen die Evangelisten die Heilsgeschichte fort. Fortan ist Jesus der auserwählte Sohn Gottes. Um sich auf seine große Aufgabe vorzubereiten, zieht der Gesegnete für 40 Tage in die Wüste. Ein Ereignis mit weitreichenden Folgen. In einer Zeit, als Krisen und Terror das Land erschütterten. Palästina stöhnte unter der Besatzung der Römer. Die griechisch-römische Zivilisation bestimmte den Alltag. Die jüdischen Gesetze fanden kaum noch Beachtung. Die reiche Oberschicht übernahm die fremde Kultur. Der Marionettenkönig Herodes Antipas arrangierte sich mit den Machthabern vom Tiber und sah dem Verfall der Sitten tatenlos zu. In Jerusalem wurden Leute auf offener Straße erstochen. Es herrschte Chaos. Strenggläubige Gruppen wie die Essener wanderten aus Protest gegen das schändliche Treiben in die Einöde und lebten dort in Abkehr von weltlichen Einflüssen. Unzählige selbsternannte Propheten pilgerten durch die Region und riefen zu Reue und Buße auf. Eindringlich warnten sie vor dem endzeitlichen Strafgericht Gottes. Die Menschen rechneten mit dem Schlimmsten. Sie warteten sehnlichst auf den Messias, den das Alte Testament versprach. Und genau in jenen unruhigen Tagen betritt Jesus die Bühne. Wissenschaftler vermuten, dass er im Alter von etwa 32 Jahren zum ersten Mal am See Genezareth öffentlich auftrat. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah, soll er verkündet haben. Besonders seine Predigten in der Synagoge von Kapernaum wühlen die Zuhörer auf, denn er spricht so, als wisse er mehr als die Schriftgelehrten. Jesus macht das Fischerdorf zum Stützpunkt für seine Mission und teilt das Leben der Armen. Die Grundrisse der Häuser belegen, die Menschen wohnten auf engstem Raum. Ein Dasein voller Arbeit und Entbehrungen.
Wer die hohen Abgaben an den Tempel in Jerusalem, die lokalen Eliten und die Römer nicht bezahlen kann, gerät in Schuldsklaverei. Ein Kampf ums Überleben. Aus dieser Bevölkerungsschicht sucht sich Jesus seine Gefährten. Folget mir nach, sagt er. Und sie lassen alles stehen und liegen und gehen mit ihm. Die Familien bleiben zurück. Denn die Männer sind überzeugt, dass die neue Lichtgestalt ihrem Elend ein Ende setzt. Sie erwarteten also sozusagen nicht irgendwie eine fromme Situation für Israel, sondern sie erwarteten Gerechtigkeit und dass die Kranken gesund werden und dass die Hungernden etwas zu essen haben. Es ist also, so könnte man sagen, die Jesusbewegung ist eine Armenbewegung gewesen, und zwar eine Armenbewegung von Armen für Arme. Die Notlage der Menschen, eine Voraussetzung für den Erfolg von Jesus. Durch Wundertaten untermauert er seinen göttlichen Auftrag. So verwandelt er Wasser in Wein, erweckt Lazarus und andere Tote zu neuem Leben und heilt Blinde, Lahme und Aussätzige. Er gebietet den Naturgewalten, indem er einen schweren Seesturm stillt. Und er vermag, übers Wasser zu wandeln. Selbst Dämonen kann der Sohn Gottes austreiben. Maria Magdalena befreit er von 7 unreinen Geistern, schildert das Neue Testament. 2 Fische und 5 Brote soll er am See Genezareth allein durch Gebete vermehrt haben. Die 5000 Anhänger, die ihm gefolgt sind, werden ausnahmslos satt. Ein Vermehrungswunder, wie es nur Magiern zugesprochen wird. Ob Jesus bei irgendeinem Magier in die Schule gegangen ist, glaube ich nicht. Zu einem richtigen Magier, wie er in der Antike vorgestellt wird, gehört keine Schule, weil in Ägypten oder in Indien. Sondern er kann das, weil er ein außergewöhnlicher Mensch ist, von einem Gott gezeugt. Dann kann er ein Wunder machen. Ich glaube nicht, dass er Beinbrüche geheilt hat, sondern dass er im Grunde Krankheiten geheilt hat, die vor allen Dingen auch, wir würden heute sagen, psychosomatisch zu erklären sind. Der Wanderprediger besaß sicher eine besondere Ausstrahlung. Nur so ist zu erklären, dass er so viele Menschen in knapp 1,5 Jahren begeistern konnte. Zum festen Kreis gehörten zwischen 70 und 100 Männer und einige Frauen. Seine Ansprachen enthalten Sprengstoff. Jesus lehnt Besitz und Titel ab, rügt die Reichen und Priester, verheißt den Armen das Himmelreich und stellt die Nächstenliebe in den Mittelpunkt seiner Lehre. In Jerusalem jagt er Händler und Geldwechsler aus dem Vorhof des Tempels. Eine Ungeheuerlichkeit, die Unruhe stiftet und die jüdische Elite ebenso provoziert wie die römischen Machthaber. Der Anfang vom Ende. Mit seinen 12 Jüngern feiert er ein letztes gemeinsames Mahl. Kurz darauf wird er festgenommen. Und zwar wegen schwerwiegender politischer Vergehen. Die Anklage lautet auf Widerstand und Aufruhr gegen Rom. Ein Kapitalverbrechen, auf das die höchste Strafe der Antike stand. Tod durch Kreuzigung. Die Darstellung in der Bibel, nach der die Juden selbst den Tod Jesu forderten, entspricht nicht den Tatsachen. Der römische Statthalter wusch seine Hände keineswegs in Unschuld. Vielmehr sind die Brutalität und der Antisemitismus des Pontius Pilatus historisch belegt. Wegen Grausamkeit im Dienst wird er im Jahr 36 strafversetzt. Das Urteil über Jesus hat er zu verantworten. Jedes Jahr an Karfreitag gehen Pilger aus aller Welt auf der Via Dolorosa den Leidensweg des außergewöhnlichen Mannes nach. Auf der Gasse zum Richtplatz spielen sich ekstatische Szenen ab, im Gedenken an das Martyrium des Erlösers. Schon Cicero bezeichnet die Kreuzigung als die grausamste Hinrichtungsart, die an römischen Bürgern nicht vollzogen werden durfte. Die Kreuzbäume im Museumsgarten in Enkarem zeigen, wie niedrig die Hölzer oft waren.
Wie lange die Qual dauerte, bis endlich der Tod eintrat, hing von der Arbeit der Henkersknechte ab. Ich kann einen Menschen in wenigen Minuten oder Stunden sterben lassen oder ihn über Tage am Leben halten. Die Kreuzigung war die grausamste Foltermethode der Römer, eine Art Staatsterror. Man hängt jemanden ans Kreuz, die Arme gebunden oder genagelt. Wenn man das Leiden verlängern will, befestigt man in einer bestimmten Höhe einen schmalen Sitz. Der Gekreuzigte setzt seine Beine darauf und stützt sich ab, in der Hoffnung, besser ein- und ausatmen zu können. Doch der Sitz ist so schmal, dass er immer wieder abrutscht. Natürlich versucht er, sich immer wieder hochzuziehen. Und so ist es möglich, die Person über Tage am Leben zu halten. Der Exitus trat meist durch Kreislaufkollaps und Herzversagen ein. Ein schauerliches Zeugnis aus dem 1. Jahrhundert entdeckten Archäologen in einem Grab. Der Fund stammt aus einem jüdischen Grab und ist 2000 Jahre alt. In einer Urne entdeckten wir die Knochen eines gekreuzigten Mannes. Der Fund stammt von 1968 und ist, obwohl Hunderttausende gekreuzigt wurden, bis heute der einzige archäologische Beweis weltweit. Im Fersenknochen des Gekreuzigten steckt noch der Nagel. Sogar Reste der Unterlegscheiben aus Holz sind erhalten. Jesus muss Höllenqualen durchlitten haben. Der Galiläer hielt die Tortur offenbar nicht lange aus. Schon nach wenigen Stunden prüfte der Hauptmann, ob Jesus wirklich tot war. So zumindest vermittelt es der Text von Johannes. Das Besondere am Johannesevangelium, das den Lanzenstich erzählt, ist, dass diese Sache in die Verheißung des Alten Testaments getaucht wird. Mit dem Zitat der Schriftstelle, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Damit wird dieser Jesus in das Zentrum des Glaubens gerückt. Es heißt aber auch, dass Blut und Wasser aus der Wunde austraten. Was kann das bedeuten? Das Johannesevangelium legt ganz großen Wert darauf, dass der Zeuge des Evangeliums das gesehen hat und bezeugt, dass wirklich Blut und Wasser herausgeflossen ist. Im Hintergrund des antiken Wissens beleuchtet, Götter haben kein Blut. Also, der dort gestorben ist, war ein Mensch, wie du und ich. Und das ist im Johannesevangelium deswegen wichtig, weil es eine Gruppe gab, die genau das bezweifelt hat. Eine Gruppe glaubte nämlich, als göttliches Wesen könne Jesus keinesfalls sterben wie ein Mensch. Johannes hingegen will ausdrücklich betonen, dass der Wundertäter Erdenbürger und Gott zugleich war. Aus medizinischer Sicht aber wirft der Lanzenstich Probleme auf. Wenn Blut und Wasser aus dem Körper Jesu ausgetreten sind, kann das nur heißen, dass er noch gelebt haben muss. Wenn man tot ist, wenn das Herz aufhört zu schlagen, fließt gar nichts mehr. Die Zeichen werden theologisch bzw. mythologisch erklärt und nicht historisch. Medizinisch ist es unmöglich. Wenn Jesus bei der Abnahme vom Kreuz lediglich im Koma lag, dann wäre er nach menschlichem Ermessen spätestens im Grab erstickt. Nicht aber in der Gruft, von der die Bibel spricht. Die Adelsfamilie des Josef von Arimathea hatte die großzügige Anlage gerade erst für den eigenen Clan errichten lassen. Als Verschluss diente ein schwerer Rollstein. Im Zentrum derartiger Totenhäuser standen steinerne Bänke für die Bettung der Leichname. In den gut belüfteten Kammern könnte ein Scheintoter durchaus eine Zeit lang überleben. Und das Grab Jesu war nach 2 Tagen leer. Eine Spekulation führt nach Paris, in die Bibliothèque Nationale. Dort steht die sogenannte Nazareth-Tafel aus dem 1. Jahrhundert. Eingemeißelt in griechischer Sprache, ein kaiserliches Edikt. Es besagt, demjenigen droht die Todesstrafe, der Bestattete aus ihren Gräbern holt und sie an einen anderen Ort bringt. Einige Forscher schließen daraus, dass ein römischer Regent das Gebot erließ, weil Jesus aus der Gruft genommen wurde. Dass Jesus die Kreuzigung überlebte, halten besonders indische Experten und Gläubige für vorstellbar. Sie begründen dies mit Yoga-Praktiken, die zwar extrem sind, aber zur Tradition von Asketen gehören.
Natha-Yogis bekräftigen das. Als Jesus in jungen Jahren nach Indien kam, fand er in Guru Jetanatha einen guten Lehrer. Er gab ihm den Namen Ishanatha. Als er ans Kreuz geschlagen wurde, konnte er die Funktionen seines Körpers durch extreme Meditation kontrollieren. Die Natha-Yogis verstehen sich als Geheimorden. Sie müssten Jesus demnach in ihre Gemeinschaft aufgenommen haben. Denn in der Regel gewähren sie Außenstehenden keinen Einblick. Überliefert ist, dass ihr gottgleicher Meister Goraknath den Weisen aus Nazareth sehr schätzte. Kein tauglicher Beweis. Ist doch die Existenz der Gruppe für das erste Jahrhundert nicht belegt. Die These, dass Jesus in Indien weilte, untermauert Professor Hasnain mit einer alten Schrift. Aus dem Sanskrit erfahren wir, dass er nach Kaschmir kam und mit dem König von Kaschmir sprach. Als der König ihn nach seinem Namen fragte, sagte er, mein Name ist Ishaputram. Und Ishaputram heißt Gottes Sohn. Den altindischen Text verfasste Sutta, ein Gelehrter aus dem 2. Jahrhundert. Da das Dokument nur noch als Kopie aus späterer Zeit vorliegt, zweifeln westliche Forscher an seinem Wahrheitsgehalt. Könnte Ishaputram, der aus fernen Landen kam, mit Jesus identisch sein? Indischen Legenden nach liegt der Mann aus Nazareth sogar in Srinagar, der Hauptstadt Kaschmirs, begraben. Das Venedig des Ostens war zu seiner Zeit ein wichtiger Knotenpunkt auf der Seidenstraße. Damals blühte dort eine große jüdische Kolonie. Und noch heute tragen viele Orte biblische Namen. So bezeichnen die Einheimischen den hinduistischen Shankaracharya-Tempel in Srinagar noch immer als Thron Salomons. Dem Volksglauben nach pilgerte Jesus der jüdischen Gemeinde wegen nach Kaschmir. Aber auch Moslems vertreten die Ansicht, der Galiläer habe in Srinagar die letzte Ruhe gefunden. Und zwar im Rosabal-Schrein in der Altstadt. Die Mehrheit der Gläubigen allerdings denkt, in der Gruft ruhen zwei islamische Heilige. Nach wie vor würdigt die Bevölkerung die heilige Stätte, die vermutlich auf antiken Fundamenten errichtet wurde. Der Streit zwischen den Religionsgruppen führte dazu, dass die Stadtverwaltung alle Untersuchungen im Rosabal bis auf Weiteres untersagte. In den 1960er Jahren konnte Professor Hasnain im Schrein Objekte christlicher Herkunft feststellen. Er entdeckte dort einen steinernen Sarkophag, ein Holzkreuz, einen Rosenkranz und eine Platte mit eigenartigen Fußabdrücken. Überall in Indien werden stilisierte Fußabdrücke von Göttern verehrt. Doch das Besondere am Relief im Rosabal sind die Wundmale. Woher kannten die Menschen schon vor Jahrhunderten das typische Symbol für die Kreuzigung Jesu? Zeitgenössische Informationen gibt es nicht. In frühen christlichen Legenden steht, dass Thomas, der oft als Zwillingsbruder von Jesus galt, nach Indien ging, um das Evangelium zu verkünden. Bereits im Jahr 52 soll der Apostel Thomas die christliche Lehre in den Süden des Landes gebracht haben. Die prächtige St. Thomas-Kathedrale in Madras hütet noch heute die Reliquien des Heiligen. Eine syrische Schrift aus dem 3. Jahrhundert beschreibt auch Thomas als Wundertäter. Da er Jesus vielleicht ähnlich sah, könnte es eine Verwechslung gegeben haben. Demnach wäre Thomas nach Indien gegangen und nicht Jesus. Die Verfasser des Neuen Testaments äußern sich dazu nicht. Lange kursierten verschiedene Berichte nebeneinander, die noch andere Geschichten über Jesus verbreiteten. 1945 tauchten in Oberägypten, in der Nähe von Nag Hammadi, Manuskripte auf, die weltweit für Schlagzeilen sorgten. In den Bergen, hoch oben über dem Nil, stießen Bauern zufällig auf die Dokumente aus Papyrus.
Die kostbaren Zeugnisse gehörten einst zu einer Klosterbibliothek. Wahrscheinlich versteckten Mönche die Schriften in den einsamen Grabhöhlen. Als gesichert gilt, dass im Jahr 367 alle Berichte über Jesus verbrannt werden mussten, die nicht aus der Feder der Evangelisten stammten. Zu den seltenen Schätzen aus Nag Hammadi, die im Koptischen Museum von Kairo lagern, zählen vor allem apokryphe Schriften, das heißt verborgene, nicht biblische Evangelien. Die Texte in koptischer Sprache erzählen von zahlreichen Ereignissen aus dem Leben des Galiläers. Es zeigt, dass die Christen weder Bedenken noch Skrupel hatten, Jesus all das zuzuschreiben, was ihnen gerade einfiel. Doch weder das Evangelium der Wahrheit noch das der Maria oder das Evangelium des Thomas enthalten Angaben über die zwei Jahrzehnte ohne Nachricht von Jesus. Sie beweisen nur, es gab eine große Vielfalt an Legenden über ihn. Die Auswahl der Evangelien für das Neue Testament wurde erst Ende des 4. Jahrhunderts getroffen. Wissenschaftler sind sich einig, die vier Schriften beruhen nicht auf historisch genauen Fakten. Keine entstand zu Lebzeiten Jesu und keiner der Evangelisten gehörte zum Kreis der Jünger oder kannte den Mann aus Nazareth persönlich. Wer immer sich hinter den Namen Lukas, Matthäus, Markus und Johannes verbergen mag, das Hauptanliegen der frommen Männer ist die Verkündigung der christlichen Heilslehre, 40 bis 80 Jahre nach der Kreuzigung des Religionsstifters. Die Evangelisten verfassten einen heiligen Text, den die Kirche benutzen konnte. Das machten sie gut, aber er bleibt Legende. Schon die Evangelien versuchen, Jesus zu rekonstruieren, in ein positives Scheinwerferlicht zu stellen, als Propaganda, lebt so wie er. Was wir heute versuchen, ist im Grunde nichts anderes. Auch wir rekonstruieren Jesus. Wir behaupten, wir sind neutral und trotzdem sind wir von der Figur begeistert. Und was wir in der Wissenschaft rekonstruieren können über den historischen Jesus, ist immer nur unsere subjektive, nach bestem Wissen und Gewissen hergestellte Position. Aber es ist selbst ein Konstrukt. Es repräsentiert nicht den wirklichen Jesus, den kann man nicht repräsentieren. Jesus von Nazareth. Etwa 5000 christliche Quellen belegen sein Wirken aus bedingungsloser Liebe. In seinen Taten spiegelt sich das einzigartige Wesen des Hoffnungsträgers der Menschen. Als historische Figur aber hinterließ er weder in Indien noch in Ägypten und nicht einmal in seiner Heimat Galiläa greifbare Spuren. Dennoch bleibt die Lichtgestalt damals wie heute die Ikone des christlichen Glaubens.